spannend, da zu sehen, wie halt tausende Menschen irgendwie auf der Straße gehen, Ausländer rausgrölen und halt diese ganze eklige deutsche Mob irgendwie plötzlich wieder da ist. Das war eigentlich auch so der Moment, wo ich halt irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte jetzt irgendwie was tun. Die hat da erlebt, irgendwie wieder teilweise wöchentlich 60 Nazis, deren hart erkämpften Projektraum angegriffen haben. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ostdeutschen Antifa-Gruppen da ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnet wird. Es nützt mich mehr zu hoffen, irgendwie, dass die nächste Punk-Generation ins AZ kommt. Weil die kommen halt nicht mehr, es gibt kaum noch Punks. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 42. Folge bei Über Tage sprechen wir über Antifaschismus in Ostdeutschland. Wir haben ja auch schon mal über die Nazi-Szene in Dortmund gesprochen. Das hat euch ja allen sehr gut gefallen und das war ja auch etwas, was viele von euch sich gewünscht haben, weil es auch einfach mit unserer persönlichen Perspektive sehr viel zu tun hat. Weil, wie da ja gesagt wurde, wir in Dortmund ein ziemlich großes Nazi-Problem haben. Aber es gibt ja noch eine andere, viel größere Region in Deutschland, die viel bekannter für ihr Nazi-Problem ist, nämlich Ostdeutschland. Und da wir da ja nicht so viel drüber sagen können, da wir beide keine Ossis sind und im Pott aufgewachsen sind, haben wir uns direkt mal zwei Genossen dazu geholt, die sehr wohl sehr viel darüber sagen können. Und ja, da möchte ich euch beide schon mal begrüßen und vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor. Moin, ich bin Bodi, komme aus dem wunderschönen Rostock. Ich bin Orca, ich komme aus Ost-Berlin, kenne mich vor allem so in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf ist so der Ort, wo ich mich viel rumtreibe. Ja, und wir haben uns das alles heute so gedacht, dass wir auch einfach euch beiden nochmal eine Stimme geben, damit ihr einfach darüber berichten könnt, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht und wie war das Aufwachsen für euch? Also es wird nicht nur so ein reines Anekdotending, wie wir das vielleicht in Dortmund gemacht haben, weil das natürlich auch einfach viel bestimmender für das Aufwachsen als Linker und als Revolutionär in Ostdeutschland ist. Danach werden wir nochmal eine kurze Einführung geben. Warum ist das eigentlich in Ostdeutschland alles so gekommen, dass faschistische Strukturen sich hier so viel Land nehmen konnten und über Jahrzehnte politische Gegner und in der Gesellschaft Benachteiligte terrorisieren konnten? Dazu werden wir aber sicherlich auch nochmal eine eigene Folge machen, weil gerade über die 90er Jahre, über die ganze Wendezeit, diese Baseballschlägerjahre, könnt ihr bei der jetzt nicht so viel erzählen. Und da werden wir sicherlich nochmal mit wem sprechen, der das alles selber mitgemacht hat. Dann werden wir auch eine kurzen Überblick geben, was sind es eigentlich für Nazi-Strukturen in Ostdeutschland. Dann werden wir über den Unterschied West-Ost sowohl von den Nazis als auch von den Antifa-Strukturen reden. Dann sprechen wir noch einmal ganz persönlich, was wünscht ihr euch, was wünschen die Ossis sich von uns Wessis. Und zum Schluss werden wir wie immer natürlich auch noch einen perspektivischen Ausblick geben auf revolutionären Antifaschismus in Ostdeutschland. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch einfach damit. Wie war es für euch als Linke im Ossiland aufzuwachsen? Ja, so, um da vielleicht auch so ein bisschen mit dem Klischee zu brechen, bei mir war es halt eigentlich recht entspannt irgendwie in Ostdeutschland als Linke aufzuwachsen. Ich komme halt aus einer linken Familie, auch meine Eltern sind halt Westdeutsche, die sind halt so um die 2000er sind die halt rausgezogen nach Ostberlin in so ein Einfamilienhausgebiet und da wird man halt groß und das ist an sich, andere Leute haben wahrscheinlich andere Erfahrungen, aber bei mir war es ziemlich entspannt. Das ist dann insofern ein bisschen spannend, wenn man dann größer wird und so Dinge erkennt, dass bei Nachbarn dann irgendwie Reichskriegsfahnen irgendwie hinten am Gartentor irgendwie dranhängen, was man so als junger Mensch einfach nicht verstanden hat oder nicht so richtig gesehen hat, dass da eben auch so eine Sachen gibt, aber die waren halt immer die netten Nachbarn von nebenan und das ist halt an sich jetzt nicht so schlimm gewesen. Ja, ich bin halt groß geworden, schön in Marzahn zur Schule gegangen, halt auch Gymnasium, also jetzt ist jetzt auch nicht so, dass man da so die ganze Zeit so krass Nazis irgendwie mit denen zu tun hat. Das waren auch bei unserem Jahrgang viele Linke irgendwie dabei. Und eigentlich hat es erst angefangen, so was Besonderes zu werden, als dann so 2013, 2014 es bei uns halt angefangen hat mit so sehr großen rassistischen Mobilisierungen im Zuge von Geflüchtetenunterkünften bei uns. Die erste Unterkunft in Berlin wurde auch, glaube ich, in Hellersdorf errichtet und da gab es den sogenannten Braunen Dienstag. Vom RBB gab es da ein relativ langes Video, das gibt's glaube ich auch auf YouTube, was man sich da angucken kann und das war halt total Ausnahme. Da waren auf einmal alle Leute wieder da, was man später wusste aus den 90ern und noch ja, aktuelle Kader und so. Und dann gab es glaube ich über 50 Montagsdemos, dann später Marzahn, Hellersdorf war auch viel los und das
ist, glaube ich, so ein Gefühl, was man irgendwann merkt zu bekommen für, dass man halt einfach unterlegen ist. Ich glaube, das ist halt so das Gefühl, was man halt so mitkriegt, wenn man so groß wird, dass man halt im Zweifel, wenn es halt wirklich so der Funke halt irgendwie fällt, dass man dann halt einfach ein großes Problem hat. Aber man kann durchaus sehr gut in Ostdeutschland groß werden, ohne jetzt mit Nazis schweren Kontakt zu bekommen. Es war bei mir jedenfalls zuerst so, als man richtig politisch war, hatte man mit denen so wirklich was zu tun. Ja, ich bin im Osten aufgewachsen, nicht als Linker, aber trotzdem unter Nazis. Ich bin Anfang der 90er in Südbrandenburg geboren, habe da halt meine ganze Kindheit und Jugend verbracht. Da auch schon relativ zeitig, also das erste Mal, dass ich wirklich so mit Neonazis zu tun hatte, war so, ich glaube, in der 2. Klasse oder so. Also dass es da das erste Mal auch körperliche irgendwie Auseinandersetzungen gab. Hab in den 2000ern meine Jugend verbracht, bin auf ein Gymnasium gegangen, was so im erweiterten Speckgürtel von Berlin war. Also schon noch Brandenburg, aber auch im Einzugsgebiet. Und dann vor ungefähr 10 Jahren nach Rostock gezogen, damals fürs Studium. Und eigentlich der Moment, wo bei mir so dieser letzte Funke der Politisierung eingesetzt hat. Also ich fand Nazis schon immer scheiße so und hatte auch schon immer irgendwie ein Problem mit denen. Aber eigentlich wollte ich als Jugendlicher nur irgendwie lange Haare haben, Skateboard fahren, kiffen, ein bisschen malen. Das hat da schon voll gereicht, um irgendwie in Brandenburg da so Mode zu sein. Der Moment, wo ich mich auch wirklich links politisiert habe oder wo das eingesetzt hat, war, als ich halt die Bilder von Pegida aus Dresden gesehen habe. Ich war zu der Zeit im Ausland. Dann da zu sehen, wie halt tausende Menschen irgendwie auf der Straße gehen, Ausländer rausgrölen und halt diese ganze eklige deutsche Mob irgendwie plötzlich wieder da ist. Das war eigentlich auch so der Moment, ja, wo ich halt irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte jetzt irgendwie was tun. Eigentlich eher so über antirassistische Arbeit den Zugang zur linken Szene gefunden habe und mich dann auch erst später so linksradikal politisiert habe und halt irgendwie dann in dem Zuge wieder mit Nazis Kontakt gehabt. Ja, aber eigentlich so das Aufwachsen, also ich hatte eine schöne Kindheit irgendwie, eine schöne Jugend, fand Brandenburg immer irgendwie anstrengend und nervig, aber Nazis waren da jetzt nicht so das Hauptding, was mich da an meinem Zuhause gestört hat, sondern nur so eine negative Begleiterscheinung. Ja, nach eurer persönlichen Einordnung würde ich sagen, reden wir dann jetzt nochmal kurz darüber, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ja, also man muss bei Ostdeutschland bedenken, also der Zusammenhang zur DDR ist halt auf jeden Fall sehr wichtig. Also man muss sich vorstellen, in der DDR, für alle, die es halt noch nicht gehört und nicht gekannt haben, da war halt Antifaschismus Staatsdoktrin. Es gab, man kann sagen, so in den 40er, 50er Jahren, als es halt noch sehr akut kurz nach der Nazizeit gab, gab es wirklich so ein, kann man auch sagen, eigentlich eine stärkere Aufarbeitung als in Westdeutschland. Das heißt, viele Nazis sind damals in den Knast gewandert, auch wirklich lange, beziehungsweise wurden halt auch durchaus in der Gesellschaft angegangen. Aber so ab einem gewissen Zeitpunkt war halt schon klar irgendwie der DDR, okay, jetzt sind das aber hier auch alles Antifaschisten und deswegen darf es Faschismus auch in der DDR nicht geben. Der wurde halt dann wirklich totgeschwiegen und man kann halt sagen, wenn es so im Westen so eine 68er-Bewegung gab, die halt, so kann man ja sagen, aus einer Oppositionsperspektive gefragt hat, okay, was haben denn unsere Eltern damals gemacht? Was ist da denn passiert und so weiter? Und warst du nicht auch da irgendwie ein Teil des Ganzen? Diese Phase der Auseinandersetzung ist halt in Ostdeutschland, kann man sagen, eigentlich vollkommen ausgeblieben. Also da waren halt offiziell alle Antifaschisten, da musste keiner fragen, was früher war. Das hat halt irgendwann mit der Zeit zu größeren Problemen geführt, weil halt natürlich die DDR jetzt kein sonderlich liebenswürdiger Ort war und dann halt die Leute halt, wenn sie in Opposition waren, halt auch oft genug halt einfach rechts waren. Also halt Nazis, Nationalisten und so weiter. Da konnte halt Opa halt ungestört noch erzählen davon, wie toll es früher im Krieg war und so weiter. Das hat halt dann mit dem Zusammenbruch der DDR irgendwie dazu geführt, dass es wirklich große faschistische Strukturen im Osten schon in den 80er Jahren gab, die nicht als solche benannt wurden auch. Also das wurde so in Stasi-Kreisen halt immer entpolitisiert. Das waren irgendwie nur jugendliche Raudis oder Chaoten. Ja, wurde nicht als solches, also der Faschismus wurde nicht als solcher benannt. Genau, man muss halt dazu sagen, intern wusste die Stasi ziemlich genau, was abgeht. Also die hatten große Karteien mit, was alles an Nazi-Gruppen in Ostdeutschland irgendwie existiert. Aber es ging halt irgendwie nicht, dass man das außen hinzugibt. Deswegen hat man dieses Problem komplett totgeschwiegen. Und auch alle, wenn man so erste Antifa-Generation in Ostdeutschland ab so Mitte Ende der 80er Jahre hat,
dann wurden die halt auch vom Staat bekämpft. Also in Ostdeutschland zu sagen, ja, hier gibt's übrigens Nazis, das ging halt nicht, weil die gab's nicht, die durfte es nicht geben. Dann, als irgendwann dieser Staat immer schwächer wurde, haben sie diese Struktur natürlich ausgebreitet und spätestens, als er dann zusammengefallen ist, muss man halt verstehen, dass es halt in Ostdeutschland dann auf einmal so eine große Phase, kann man eigentlich sagen, so ein Stück weit das Nichts gab. Also du hattest halt staatliche Strukturen, die komplett auseinandergefallen ist, eine riesige, starke Neonazi-Szene. Und die hat in dieser Zeit einfach die Chance genutzt und ist unfassbar stark geworden. Also die Auswirkungen des Ganzen, so kennt man wahrscheinlich Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. In Cottbus gab es auch riesige Ausschreitungen, in Berlin. Also an allen Ecken und Enden hat es halt zu dieser Zeit dann auf einmal riesig gebrannt. Das hat halt genau, wie gesagt, halt sehr viel damit zu tun, dass halt Linke in der DDR zum Beispiel sehr hart angegangen wurden und halt den Rechten recht viel freier Raum gelassen wurde. Das haben die sehr kompetent genutzt und sind halt im Nachhinein, kann man sagen, gibt's Orte wie zum Beispiel in Leipzig, wo man es recht gut geschafft hat, den Leuten Paroli zu bieten. Aber an vielen Orten gibt's halt so eine recht starke, rechte, hegemoniale Kultur einfach, die sehr schwer aufzubrechen ist, die auch in die Politik und so weiter reingeht. Und dieses Ding von, das darf sie nicht geben, da wird nicht drüber geredet und die Leute sind die Nestbeschmutzer, die dieses Problem ansprechen, das ist so eine sehr weit verbreitete Kultur einfach in Ostdeutschland. Das setzt sich bis heute auch fort. Es gibt halt auch so zivilgesellschaftlich, das ist halt ein total marginalisiertes Ding hier irgendwie. Also, dass du halt an anderen Städten, da hast du dann die, keine coolen Parteien, die noch mit auf die Demos gehen. Du hast alle möglichen Leute irgendwie aus der Stadtgesellschaft und so weiter, die irgendwie demokratische Werte fördern und all sowas. Das gibt's hier auch, vor allem in den größeren Städten, aber es gibt auch viele Orte, da gehört's halt dazu, dass auf dem Stadtfest halt irgendwie ein NPD-Stand ist, da stört sich keiner dran oder so. Und wenn du das aber schlimm findest, dann bist du das Problem und nicht der NPD-Stand. Ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, dass es ja auch in der DDR-Zeit einige faschistische Morde gab, die dann auch entsprechend auch unter dem Teppich gekehrt wurden. Vielleicht zur Ergänzung sei schon mal gesagt, dass wir ja auch eine Folge zur Annexion der DDR gemacht haben, die nochmal viel intensiver vor allen Dingen auf die wirtschaftlichen Folgen eingeht, was ja ganz sicher auch ein wichtiger Aspekt ist, weil natürlich viele Jugendliche speziell dann arbeitslos waren und so ein bisschen im Nichts herumschwirrten und dadurch natürlich auch sehr gut greifbar waren dann für braune Rattenfänger, wenn man so will, diese Leere auch zu füllen. Wie ist denn jetzt die Situation jetzt gerade? Was gibt es denn so für Nazi-Strukturen, von denen ihr uns berichten könnt? Ja, wie gesagt, ich wohne inzwischen seit fast 10 Jahren in einer sehr schönen Stadt eigentlich. Also Rostock bietet schon irgendwie einiges an linken Strukturen. Das war ich in meiner Jugend auf jeden Fall nicht gewöhnt. Und zumindest große Teile der Innenstadt sind tendenziell schon relativ... Also da lässt es sich schon sehr gut leben und auch irgendwie relativ sicher leben, irgendwie als linke Person. Ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen in dieser Diskussion, ne, wenn wir jetzt über Aufwachsen in als Antifaschist irgendwie in Ostdeutschland sprechen oder so, das ist halt auch irgendwie eine Perspektive, wir sind halt alles irgendwie so weiße, Kampfsport erfahrene Männer. Und ja, also ich finde es halt wichtig, im Zweifelsfall, ne, kann ich mir halt irgendwie unauffällige Klamotten anziehen. Ja, einfach irgendwie so in der Krüppeliner Straße in Rostock einfach so untertauchen. Ich fall da nicht auf groß, ne? Das ist halt irgendwie ein Luxus, den irgendwie migrantisierte Personen oder queere Personen oft einfach nicht haben. Und da ist es halt dann auch nochmal irgendwie anders. Deshalb möchte ich nochmal sagen, ich spreche jetzt da wirklich dezidiert so aus meiner persönlichen Erfahrung. Aber ja, wie gesagt, die Innenstadt ist relativ, da lässt es sich relativ gut leben. Womit wahrscheinlich ich am meisten und am regelmäßigsten Kontakt habe, sind so rechte Strukturen, die aus der Fußballszene sich organisieren oder rekrutieren. Es gab bis vor einigen Wochen, bis zum Verbot durch die staatlichen Repressionsbehörden, zum Beispiel den Aktionsblock, der irgendwie eine sehr gewaltaffine und, sage ich mal, so elitäre Neonazi-Kameradschaft irgendwie darstellte mit Verbindungen so ins Hool-Milieu. Dann, weiß ich nicht, haben wir in MV natürlich, vor allem in den ländlichen Regionen, auch so organisierte Hammerskin-Strukturen oder so. Es gibt auch vor allem so völkische SiedlerInnen in Südbrandenburg. Achso, dieses ganze Anastasia-Zeug. Genau, so. Anastasia, aber auch Atamanen und wie sie alle heißen. Dann, ja, vor allem, wenn man weiter Richtung Osten fährt, in MV auch einfach sehr starkes AfD-Wähler-Klientel, auch wenn jetzt irgendwie der Landesverband eigentlich gar nicht so stark ist und irgendwie ziemlich...
zerstritten untereinander. Ja, dann gibt es so ein paar NPD-Reste auf jeden Fall in MV. Die waren ja zum Beispiel beim 1. Mai dieses Jahr in Greifswald auch mal wieder auf der Straße. Ja, was gibt's noch? Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Burschenschaften auf jeden Fall. Auch in der Stadt mehrere, auch wirklich rechts ausgerichtete. Bis vor einige Jahre hatten wir auch die Bundeszentrale der Identitären Bewegung in Rostock. Und finde ich, was immer ein bisschen unter den Tisch fällt, so bei linken Bewegungen auch so organisierten Lebensschutz und christlichen Fundamentalismus gibt's auch an einigen Ecken so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So. Du hast die tollen Leute mit den gekauften Leichensäcken vergessen. Ja, natürlich, absolut. Da hätte ich natürlich auch noch was erzählen können. Ja, das Nordkreuz-Netzwerk, militante Neonazi-Prepper-Gruppierung, hat sich maßgeblich auch unter Beteiligung von Rostocker Kräften zusammengetan und ja, Waffen und Ausrüstung für den Tag X gebunkert, unter anderem schon Leichensäcke und Löschkalk gekauft. Eine Uzi, mehrere 10.000 Schuss Munition, um dann gezielt politische GegnerInnen zu ermorden. Darunter halt auch Strukturen so aus der Stadt, aus Rostock. Ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alles aufgelistet. Genau, das mit dem alles ist immer sehr, sehr schwierig, weil es wirklich sehr viel gibt und man vergisst auf jeden Fall immer einiges. Also jetzt in Ostberlin zum Beispiel kann man sagen, hat sich das über die letzten Jahrzehnte sehr entspannt. Also da wir hier gerade sind zum Beispiel in Lichtenberg, das ist halt so auch eine recht historische Gegend. Wir sind jetzt nicht im Weidling-Kiez, aber hier gab es halt auch so früher von Nazis besetzte Häuser und so. Also schon ein sehr starkes Gewaltpotenzial, was hier einfach ausging. Kameradschaftsszene stark, auch so Fußballklientel. Vielen Leuten wird wahrscheinlich der BFC Dynamo was sagen, wo halt so rechte Hooligan-Strukturen bis heute durchaus recht wirkmächtig sind und dann halt auch so Nazi-Kampfsportkreise sich reinbewegen, die halt ja sehr unangenehme Leute sind. Man muss halt sagen, in Berlin hat man halt den großen Vorteil, dass es viele Leute gibt, die sich halt dagegen stellen, gegen diese Strukturen, dass sie es hier einfach nicht so leicht haben zu wachsen. Was Berlin halt wirklich gut hingekriegt hat, war halt so Nazi-Treffpunkte dicht zu machen. Also es ist für Nazis in Berlin relativ kompliziert, Räumlichkeiten zu bekommen und an denen auch zusammen zu wirken. Aber das ist auch sehr eine besondere Sache für Berlin. Also wenn man jetzt beispielsweise auf dem sächsischen Land oder so ist, ist das für Nazis kein Problem, sich Immobilien zu besorgen, dort Treffpunkte aufzumachen. Beziehungsweise sie müssen teilweise die Treffpunkte gar nicht aufmachen, weil sie sind dort halt das Stammpublikum. Also dann brauchst du halt nicht groß ja was zu machen, dann hast du einfach deine Gärten da irgendwie, in denen du bist und sonst wie und dann, ja, läuft es halt einfach. Was wir halt hier gerade so relativ viel haben, so dritte Wegstrukturen, die so anfangen sich breit machen, so aus den alten militanten Kameradschaftsnetzwerken heraus. Aber Berlin ist da wirklich, kann man sagen, so ein Stück weit so eine Oase, kann man sagen. Also das ist natürlich auch nicht ohne irgendwas gekommen, aber wir sind halt zwei U-Bahn-Stationen weg von der Samariterstraße, wo halt auch Silvio Meyer 1992 von Neonazis ermordet wurde. Das war durchaus keine tolle Zeit irgendwie und viele Leute von damals sind halt auch schwerst traumatisiert. Aber bis heute irgendwie kann der Berlin recht gut, würde ich sagen, gegenhalten, was so faschistische Strukturen angeht. Es gibt sie halt noch. Es gibt so, würde ich sagen, eine sehr großes rassistisches Klientel, vor allem so am Rande von Ostberlin, weil da halt einfach viele Leute sehr, sehr lange schon wohnen, die halt einfach seit den 90ern rechts sind, wo die Familien einfach rechts sind und wo du halt auch wirklich eigentlich mit viel Basisarbeit und langer Arbeit halt wirklich die Gesellschaft verändern müsstest. Also ich habe zum Beispiel mit einer Genossin geredet, die im Erzgebirge groß geworden ist. Das ist halt eine komplett andere Nummer. Die hat da erlebt, irgendwie wieder teilweise wöchentlich 60 Nazis, deren hart erkämpften Projektraum angegriffen haben. So von wegen, du willst dein Projekt irgendwie öffnen. Das Erste, was passiert ist, dass das einfach mal komplett zerlegt wird von den Nazis, bevor du es überhaupt das erste Mal drinnen bist. Und das ist, glaube ich, so auch so ein großer Unterschied in Ostdeutschland, auch mal so ein Stadt-Land-Gefälle. Also wenn du auf dem Land bist, in vor allem den schwierigeren Regionen, in Sachsen, in Thüringen, auch also eigentlich überall, da gibt's halt einfach Orte, da hast du als Linker wirklich ein sehr hartes Leben. Ja, also das, zumindest die Region, aus der ich komme, da gibt es keine nennenswerten linken Strukturen. Also das ist alles super räumlich weit auseinander. Also ich habe mit meinen FreundInnen aus der Schule immer wirklich so
ohne dass ich da eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Bus gefahren bin, konnte ich die nicht sehen, oder ohne dass meine Eltern mich gefahren haben, wenn sie Zeit hatten. Und da gab es halt irgendwie keine linken Zentren oder so. Also da gab es auch, also zumindest nicht, dass ich es damals mitbekommen hätte, keine Dorfantifas. Also es gab so einen Jugendclub, der irgendwie ein bisschen alternativ war, der aber auch mitten so einem Plattenbauviertel war. Und da gab es auch einfach öfter Ärger, wenn man dahin wollte. Aber genau, da gab es einfach keine linken Räume, keine organisierten linken Strukturen. Und das war dann natürlich irgendwie, wenn man von Neonazi-Gewalt betroffen ist, ist man damit auch dann einfach so ein bisschen allein oder halt irgendwie mit sehr wenigen Personen allein damit konfrontiert. Ja, du bist halt eigentlich, also an vielen Orten, wenn es jetzt nicht gerade eine Großstadt ist, die auch noch einen linken Ruf hat, bist du halt eigentlich immer in der Unterzahl. Also es ist nicht so, dass du die große Gesellschaft bist und gegen die Nazis irgendwie. Ich kann mich in Berlin-Hellersdorf halt erinnern, die großen Demos, da dann kommen da 400-500 Nazis und du aus dem Bezirk bist froh, wenn du mal 50-60 Leute irgendwie zusammen hast. Und das ist halt einfach so ein Verhältnis, wo du halt so merkst, okay, das ist, also wir sind mehr, stimmt halt einfach nicht. Also die sind mehr und die sind halt, die sind mehr, die sind gewalttätiger und so weiter. Es gibt halt dann, ich glaube, das ist, also da kommen wir später noch auf so Besonderheiten von Ostdeutschland, aber es ist natürlich auch so ein Ding, was dann halt auch so dafür sorgt, dass einige Leute, die halt dieses, also die wirklich harten Orte halt durchstehen, auch eben selber sehr hart werden. Also Leute, vor denen der Nazis eben teilweise auch wirklich Angst haben. Kennt man vielleicht so aus so einem migrantischen Milieu, wenn du dich halt dauerhaft gegen mehr irgendwie durchsetzen musst, dann macht das halt was mit dir. Und wenn du dich halt regelmäßig, keine Ahnung, 10 gegen 30 oder so kämpfst oder so, dann musst du halt irgendwie, du musst halt entweder gehen oder das halt irgendwie annehmen. Ja, das macht was mit deinem Kopf und mit deinem Situationsverhalten und so, wenn du halt so dauerhaft auf Gefahr einfach gepolt wirst, genau weißt irgendwie, wie es ist, halt Menschen weh zu tun und wie es ist, wenn einem man weh tut und darfst man ganz bestimmt der sein will, der halt nicht irgendwie am Ende blutend auf der Straße liegt und hoffen muss, dass die beknackten Nazis von einem ablassen und wieder abhauen. Also es ist halt definitiv besser geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, würde ich sagen. Also kann ich zumindest bei mir sagen, es ist wahrscheinlich in allen Regionen so. Aber ja, und was man vielleicht noch ganz kurz allgemein zu faschistischen Strukturen sagen muss, es gibt sehr viele sehr stark faschistisch geprägte Fußballvereine in Ostdeutschland. Euch sagen wahrscheinlich so Orte wie Energie Cottbus, Lokomotive Leipzig oder sagen wir jetzt mal der Chemnitzer FC. Orte mit einer sehr eingespielten Hooligan-Szene beispielsweise, auch bei Rot-Weiß Erfurt. Kann ich auch, oder den Verein gibt es ja in dem Sinne, die sind ja in Sowjet gegangen und so, aber kann man sich im, ja, schlecht gewirtschaftet und so. Aber da könnt ihr euch auf Exif-Recherche angucken, was da halt für Leute rumspringen, über die gab es halt auch ein 129-Verfahren. Und das ist halt einfach sehr, sehr schwierig, gegen diese Leute halt anzukommen. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem in den Städten, dass es da ja auch irgendwie so ein bisschen Achtungserfolge durchaus auch gab, ne? Also klar, dass du geschildert hast, die Situation irgendwie in weiten Teilen, aber halt, dass es schon auch punktuell immer mal wirklich starke Lebenszeichen, sage ich mal so, gibt, ne? Also irgendwie 2018, was in Rostock da sich auf die Straße bewegt hat gegen die AfD oder auch jetzt im vergangenen Jahr hier in Berlin gegen den dritten Weg, so, das waren ja schon doch mal ganz gute Lebenszeichen. Ja, danke euch erstmal für den Überblick über die Strukturen, die es gibt. Ein Thema, was wir auch besprechen wollen, sind so die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland, sowohl was die antifaschistischen Strukturen als auch die Nazi-Strukturen angeht. Vielleicht fangen wir mit den Nazi-Strukturen an, da sind wir jetzt gerade schon ein bisschen dabei. Was mir da immer so direkt in den Kopf springt, ist einfach, dass es so viele Gegenden gibt, wo es halt normalisiert ist. Also wo, das hat ja auch Michael Brück, den Dortmunder Nazi-Kader, der jetzt nach Chemnitz gezogen ist, sehr schön dann beschrieben, dass sie eben jetzt in Chemnitz kein Nazi-Kiez mehr machen müssen, weil sie da halt ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind. Und dass es jetzt in Dortmund zum Beispiel diesen Nazi-Kiez gibt, den wir auch in unserer Folge zu Nazi-Strukturen in Dortmund besprochen haben, liegt ja auch daran, dass es eine gesellschaftliche Isolation gibt und sie dann so nah zusammenziehen müssen, um sich auch zu schützen und so weiter. Und das finde ich also eine erstmal sehr wichtige Sache, dass es so viel normalisiertere Regionen gibt. Jetzt mal, und bei der AfD auch wenn es natürlich in Westdeutschland auch eine nicht zu unterschätzende AfD gibt, aber trotzdem ist es nochmal was anderes. Wir wollen auch gar nicht zum Beispiel den westdeutschen Antifas jetzt irgendwie absprechen, dass es da auch wirklich Orte gibt, wo es sehr unangenehm ist aufzuwachsen, groß zu werden und halt irgendwie sich gegen Leute zu behaupten. Also da gibt es auch genug Orte, wo das sehr ungünstig ist.
Aber man kann einfach wahrscheinlich im Osten sagen, es ist halt von der Fläche, von der Zahl und allem einfach eine nochmal ein, zwei Kategorien höher. Also punktuell gibt es da bestimmt Orte, wo sich halt schwer irgendwie was machen lässt. Aber beispielsweise so, wenn man die Region Südbrandenburg und Cottbus und so weiter hat, also mir fällt da wenig ein, was damit vergleichbar ist. Also da hast du halt wirklich Strukturen, da stellen die Nazis halt die Rockerstrukturen, die Türsteherstrukturen. Die haben dann fettes Bekleidungslabel irgendwie, wo die halt viel Geld mitmachen. Da kannst du halt, das stand, glaube ich, in meinem Zeitartikel ganz schön drin, du kannst halt in dieser Stadt ganz gut ohne die Leute leben. Aber wenn du mit denen ein Problem hast, dann kannst du es halt relativ klar vergessen irgendwie. Die sind halt stärker als du. Die haben halt irgendwie 129, weil die eine Eingreiftruppe von, was weiß ich, 60, 70 oder so Leuten oder so haben, die sie da irgendwie aufgebaut haben, um Zecken und Migranten zu klatschen irgendwie. Und denkst dir halt so, okay, das sind halt so organisierte Hulstrukturen. Das sind auch keine Leute, wo du sagst, jo, ich mache jetzt mal ein paar Wochen Kampfsport irgendwie, dann kann ich mich mit denen messen oder so. Das sind halt... Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster irgendwie, wenn wir halt sagen, dass es in Westdeutschland meines Wissens nach keine vergleichbare flächenmäßige Ausdehnung gibt, in denen halt irgendwie so eine, sage ich mal, rechte Hegemonie irgendwie herrscht. Also dass es wirklich in Ostdeutschland einfach weite Landstriche gibt, die einfach wirklich rechts dominiert sind, was sich irgendwie in der Alltagskultur, sage ich mal, in der persönlichen Erfahrung widerspiegelt, aber halt auch in den Wahlergebnissen. Also wenn sich dann bestimmte sächsische, brandenburgische, thüringische, aber auch mecklenburg-vorpommernsche Landkreise oder Wahlkreise anguckt. Berliner auch, es sind weniger, aber es gibt sie. Ne, aber wie gesagt, einfach flächenmäßig rechte Hegemonie. So, also wirklich einfach absolute Meinungshoheit und absolute Vorherrschaft, in denen das, was man irgendwie so gemeinhin als Baseballschlägerjahre irgendwie bezeichnet aus den 90ern, einfach nachwirkt, wo halt die Kader und die Schläger von damals halt irgendwie erwachsen sind und trotzdem die Alltagskultur prägen. Diese ganzen krassen Hulstrukturen, die sind gefährlich, die sind heftig, die sind scheiße. Und speziell auch in Cottbus, wo das dann ja auch eine größere Stadt ist, ist das auch nochmal was anderes, weil das dann nicht auf dem Land, sondern in einer großen Stadt ist. Aber speziell diese Meinungshoheit oder auch diese Hegemonie oft auf dem Land, wo dann alle anderen Parteien, sogar alle anderen bürgerlichen Parteien sich teilweise zurückgezogen haben und dann eben die NPD das Dorf verschmeißt oder solche Sachen, die man eben kennt, ne? Das ist ja das vor allem das Bedrohliche. Auf jeden Fall, und ich würde sagen, also mir fällt jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland keine vergleichbare Region wie das Wendland oder so ein, wo du halt irgendwie so eine große ähnliche Struktur hast, okay, da gibt's genug beknackte ESOs und so weiter, wo du denkst, okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die als Nachbarn haben will, aber halt so alternative Kultur, wirklich groß auf dem Landstrich oder so, da fällt einem ehrlich gesagt irgendwie nichts ein. Es ist eigentlich immer so, dass die Leute auf dem Land halt sagen, ja, sie ziehen in die Stadt, weil sie halten es auf dem Land mit den ganzen Faschos irgendwie nicht mehr aus. Finsterwalde. Aber Finsterwalde, ein gallisches Dorf. Auch eine Kleinstadt, aber die haben halt auch drumherum, ist bei denen, glaube ich, auch nicht gut Kirschen essen. Die Genossin, genau, von der ich vorhin schon geschildert habe, die hat halt auch gesagt, für die war halt irgendwie im Erzgebirgskreis, wenn die da halt waren, die sind in die Stadt nach Chemnitz gefahren. Chemnitz ist nun wirklich keine coole Stadt und keine linke Stadt und sonst wie. Die meint, für die war Chemnitz so ein bisschen wie als für Leute wie mich halt irgendwie Friedrichshain ist. Das war die Stadt, da hast du nicht so oft aufs Maul gekriegt. Das war die Stadt, da war es viel entspannter zu leben und so weiter. Und ich glaube, wenn Chemnitz irgendwie entspannt ist, dann weißt du halt, wie es auf dem Land läuft. Diese rechte, ich sag mal undogmatisch rechte Mischszene, die sich da irgendwie rausbildet, das ist halt auch irgendwie das Milieu und das sind die Rückzugsräume, in denen sich dann halt wirklich so, sag ich mal, national befreite Zonen teilweise gezielt herausgebildet werden, aber halt auch das sind Rückzugsräume, wo halt rechtsterroristische Strukturen sich auch bilden können, wo die halt irgendwie Anklang finden, wo die im Zweifelsfall untertauchen können und so weiter, weil es da einfach keine zivilgesellschaftlichen, keine antifaschistischen und auch keine rechtsstaatlichen Kräfte irgendwie gibt, die da halt noch irgendwie Zugriff und Einblick drauf haben und das ist halt irgendwie ein Riesenproblem. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da hätte man irgendwie vielleicht irgendwie vor 20 Jahren oder so noch was machen können hier gegen so völkische Siedlungsbewegungen, aber ich glaube, da ist jetzt der Zug auch abgefahren, größtenteils. Und vor 20 Jahren haben die Leute wahrscheinlich gedacht, vor 20 Jahren in der DDR hätte man wahrscheinlich was tun müssen irgendwie, weil das ist halt, also es ist eigentlich so, dass das Krasse ist halt auch wirklich die Kontinuität an vielen Orten. Also es ist jetzt nicht so, du hast da mal ein paar Jahre eine rechte Szene und danach ist es irgendwie wechselt oder so,
Das würde ich sagen, schon relativ festgefahren. Du hast so Orte wie Berlin, so vor allem Friedrichshain, jetzt auch so Lichtenberg ein Stück weit oder so, wo du halt das ziemlich entspannt hast. Irgendwie du hast so Orte wie Leipzig oder so oder eben auch Rostock, wo es sich eigentlich recht gut leben lässt als Linker und wo du vielleicht auch deine hegemonialen Orte irgendwie hast. Aber halt so irgendwie neue Orte zu kriegen, da irgendwie wirklich voranzukommen, ist halt schon echt hartes Brot. Also da musst du schon sehr geduldig, sehr renitent und würde ich sagen auch schon ein gutes Stück unerschrocken sein, um da halt wirklich diesen Leuten halt Orte abzunehmen, die an denen sie stark sind. Also ja, und wahrscheinlich auch einfach diese Verbindung aus eben diesen wirklich stark gewalttätigen Strukturen, die dann vielleicht jetzt auch nicht alle explizit dann neonazistisch organisiert sind. Wir hatten ja gerade schon auch das angesprochen bezüglich Türsteher-Szene, bezüglich Rocker-Szene und Hooligan-Szene, wo es dann natürlich nicht alles immer klar ist, aber wo diese Leute sich aufhalten können und wo sie tendenziell dann natürlich auch eher faschistisch eingestellte Leute als links eingestellte Leute finden, die sich dann auch mal mit ihnen zusammen irgendwie mit ein paar Zecken schlagen oder dann, wie es das in Leipzig gab, irgendwie einen Angriff auf eben Konnewitz ausführen. Diese Strukturen, die dann einfach eben den Abwehrkampf weiterhin gegen Linke führen und dann vielleicht auch mal zuhauen können, wenn es notwendig ist. Und dann damit eben diesen Boden bereiten für die restlichen Leute, die dann gleichzeitig aber auch weiter dafür sorgen, dass diesen gewalttätigen Strukturen eben nicht, ja, der Garaus gemacht werden kann, weil sie eben dann gesellschaftlich das vermitteln und dafür sorgen, dass eben diese Strukturen weiterhin anerkannt sind. Und da kann ich durchaus verstehen, dass ihr sagt, dass das halt einfach unfassbar schwer ist, weil sowas ist ja wirklich was, was wir eben in Westdeutschland einfach eigentlich in keiner Stadt so in der Art und Weise haben. Wir haben dann vielleicht wie in Dortmund, dass wir schon sehr gewalttätige Strukturen haben, die sich darin auch professionalisiert haben, aber die haben eben einfach nicht dieses Milieu, nicht diesen Anklang in der Gesellschaft, dass sie sich zurückziehen können und dass sie irgendwie in der Stadtgesellschaft verteidigen wird. Also so eine gesellschaftliche Ächtung ist teilweise auch wirklich schwer. Also wenn man so, sag ich mal, Outing von Nazis macht, es gibt Regionen, da funktioniert das recht gut, aber es gibt auch einfach Regionen, da kannst du dich halt outen, aber da wissen sowieso alle, dass der Nazi ist und das finden die in Ordnung. Also das kannst du dann halt so, sag ich jetzt mal, du so mit Öffentlichkeit irgendwie Druck, das funktioniert einfach anders. Und das ist halt für Linke ein Riesenproblem, weil du halt echt harte Kompromisse teilweise eingehen musst, um halt irgendwie in kleineren Städten, in irgendwelchen Orten halt, sag ich mal, die wenigen zivilgesellschaftlichen Akteure, die es gibt, die du wahrscheinlich alle eigentlich nicht wirklich leiden kannst, irgendwie dazu zu kriegen, dass sie wenigstens mit dabei stehen mit ihrem Fest irgendwie gegen die Nazis und du da halt irgendwie deine Blockade oder was weiß ich nicht irgendwas probieren kannst. Das ist halt alleine schon an vielen Orten halt super schwierig. Oder auch zum Beispiel radikal linke Gruppen oder ja, so eine x-beliebige Antifa-Gruppe in irgendwelchen bürgerlichen Bündnissen halt irgendwie dann Probleme bekommt, ne, und dann quasi sich die Bündnisse, das habe ich vor 1-2 Jahren auch schon mal selbst erlebt, quasi die Bündnisse dann selbst zerlegen, so, oder quasi, ne, den Faschos die Arbeit schon im Vorhinein abgenommen wird, indem halt zum Beispiel dann bürgerliche Bündnisse gegen rechts dann halt sich sehr schnell immer bei der Hand sind, sich von der Antifa zu distanzieren oder halt dann schwarz gekleidete Personen mit Antifa-Fahnen halt irgendwie teilweise von Kundgebungen ausschließen auch. Ich denke, das gibt's natürlich auch in Westdeutschland, aber vielleicht in Ostdeutschland nochmal mehr. Was unterscheidet denn generell nochmal so antifaschistische Strukturen im Osten im Vergleich zu Westdeutschland? Vielleicht, was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn du halt dauerhaft irgendwie in so einer Ausnahmesituation lebst, was halt nicht nur mit Nazis zu tun hat, was mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Art und Weise dich zu betrachten angeht. Ich habe Geschichten von Leuten gehört, da sind halt die Bullen am Wochenende fahren die dann halt aufs Land drauf, die Mannschaftswagen, und dann jagen die halt einfach Zecken da irgendwo auf dem Dorf irgendwie. Und da kann einem keiner irgendwie erzählen, dass die da irgendwie hinfahren, weil sie da irgendwie einen Einsatz oder so haben, weil was sollen die da? Dieses Ganze irgendwie, was da auf manche Leute einprasselt, macht halt... Genau, manche Leute macht's halt kaputt und manche macht's halt unfassbar hart. Ostdeutschland ist allgemein so ein Gebiet, wo du auch durch die DDR-Vergangenheit wiederum so eine stärkere Struktur hast, was so Kampfsport angeht. Also Boxen zum Beispiel wurde, ist ja ein toller sozialistischer Sport, wurde immer groß gefördert zum Beispiel. Und du hast wirklich viele Linke in Ostdeutschland, die halt einfach aus einem Selbstschutzgedanken irgendwie versuchen, Kampfsport zu trainieren. Das ist gleich auch total schwierig, weil in den Kampfsport-Gyms sind halt überall die Nazis drin. Also es gibt halt eben auch wie Berlin oder auch andere Städte, da kannst du relativ entspannt als Linker Kampfsport trainieren. Da gibt's halt die coolen Vereine, die schlechteren Vereine. Aber wenn du jetzt in Zwickau bist
und du willst halt irgendwie als Linker dich gegen Faschostrukturen wehren, da kannst du im Zweifel nicht mal ins Gym gehen irgendwie, da musst du dir halt irgendwie was selbst aufbauen und da halt mit deinen Kumpels irgendwie und auch ins Fitnessstudio gehen ist schwierig, weil da sind halt auch die ganzen Faschos und so weiter. Aber trotzdem siehst du dann teilweise irgendwelche halt breit gepumpten Leute, die sich dann halt darüber halt irgendwie so ein Selbstwertgefühl holen und dann halt eben halt vom Kopf einfach so drauf sind, dass sie sich da die Auseinandersetzung halt liefern können. Das ist, glaube ich, so... Was gibt's wenig in Westdeutschland, das kann ich bestätigen. Wenn so ein... Da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Ja. Wenn so... Also das ist... Es ist halt gleichzeitig irgendwie traurig, weil es halt nichts Schönes ist, Gewalt. Irgendwie Menschen weh zu tun, ist nichts, was den meisten Leuten Spaß macht. Das ist aber teilweise dann einfach eine Realität, mit der man leben muss. Es gibt ja so einen Song von der Felix Kummer von Kraftklub über Chemnitz. Da gibt's so eine Zeile von, wir sind immer nur gerannt. Das gibt's natürlich auch. So Leute, die einfach, da ist Gegenwehr einfach nicht möglich. Das kannst du halt knicken. Und aber da muss ich persönlich sagen, da habe ich auch einen mordsmäßigen Respekt vor. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, die dann halt irgendwie Recherchearbeit machen und die dann halt einfach irgendwo auf dem Land halt irgendwie an irgendwelche Buden ranrobben irgendwie, um da halt mitzukriegen, ob da gerade das Nazi-Konzert ist, da halt die Dinge wenigstens so aufbereiten, dass dann so tolle Dinge rauskommen, wie so die Hammerskin-Recherche, die ja auch in Westdeutschland viele Strukturen betrifft, aber auch eben im Osten, dass man halt wenigstens aufdecken und dokumentieren kannst, was da halt irgendwie passiert. Es gibt halt wenige Leute und die Leute, die es halt noch gibt, sind meistens krass überarbeitet. Aber es gibt auch einige Leute, die reißen halt echt viel. Und das ist auf jeden Fall für mich was, da habe ich immer einen mordsmäßigen Respekt vor. Aber was man immer sagen muss, Antifa ist auch deswegen so dominant in Ostdeutschland, weil es total schwierig ist, andere linke Bewegungen aufzubauen. Also so eine große Klimabewegung. Wenn man bei Ende Gelände der Lausitz war, ich war da auch 2016, und da hast du halt einfach so, da kommen halt die ganzen Leute. Und am Ende der Tage kriegst du halt mit, okay, die ganze sind Faschos auf dem Weg und greifen hier Leute an. Das ist halt ein Riesenproblem einfach. Antifa hat auch, glaube ich, das Problem, Osten, es ist halt echt abgeschnitten von vielen anderen Bewegungen, weil es sehr schwierig ist, da eben auch bei anderen Dingen Fuß zu fassen. Es ist halt so ein totaler Abwehrkampf. Also ich kann das ja auch wirklich durchaus verstehen, weil da haben wir ja auch schon mal in Dortmund drüber geredet, dass es selbst da nicht unverständlich ist, warum Leute das als primäres Thema wählen, einfach weil es so bestimmt auch dafür ist, wenn man eben linken Aktivismus betreibt, dass man damit konfrontiert wird. Und wie du schon gesagt hast, ihr in Ostdeutschland habt dann natürlich nochmal viel, viel größere Probleme und ist einfach gesellschaftlich auch viel bestimmender. Was ich da ja auch schon mal angesprochen habe, finde ich, sorgt das auch einfach dafür, dass man eben nicht diesen starken Kampf führen kann, wenn man sich immer nur auf Antifaschismus beschränkt. Nicht nur, dass es dann dazu führt, wenn mal wirklich irgendwann diese Nazi-Strukturen eingehen, dass direkt offensichtliche Problem abseits von jetzt irgendwie dem unterschwelligen Rassismus beseitigt ist, dass die Strukturen dann einschlafen, sondern auch einfach, dass es für viele Leute dann eben nicht so anschlussfähig ist. Weil was ihr ja auch schon mal gesagt habt, dass es eben für Leute außerhalb der Linken dann vielleicht einfach nicht so offensichtlich ist. Und ich habe auch schon mit von Rassismus betroffenen Personen in Ostdeutschland gesprochen, die dann gesagt haben, ja, hier die Nazi-Strukturen, das ist nicht mein großes Problem, sondern der Alltagsrassismus in Ostdeutschland betrifft mich viel mehr. Und die sich dann auch einfach nicht angesprochen fühlen von eben diesen klassischen Antifa-Gruppen und die sich dann vielleicht mehr allgemein antirassistische Gruppen gewünscht hätten. Ja, und da habe ich dann auch einfach wirklich das Gefühl, dass das, glaube ich, nochmal was ist, was auch die Antifa-Strukturen dann in West und Ost nochmal stark unterscheidet, dass es da einfach wirklich dieses monothematische gibt. Weil in Westdeutschland haben wir so viele Antifa-Gruppen, die dann eben ab einem bestimmten Punkt für sich auch selber sagen müssen, wir müssen jetzt eben andere Wege gehen und wir müssen da jetzt auch neue Themen abdecken und können uns nicht nur darauf beschränken. Ich mache auch fast nur Antifa. Naja, ich glaube, also, da vergisst du immer Süddeutschland. Ich glaube, da kann ich halt einfach, ich kann deinen Einwand und quasi die vorherige Frage da so ein bisschen nochmal verbinden. Also ich hätte gern schon nochmal ein bisschen mehr im Allgemeinen das verglichen. Ich muss sagen, ich halte mich persönlich relativ wenig in Westdeutschland auf. Also die Anzahl der Male, wo ich wirklich mal irgendwie längere Zeit im Westen unterwegs war, so die kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Deshalb will ich mir gar nicht anmaßen, jetzt super den Vergleich aufzustellen, wie jetzt die westdeutschen Antifas sind. Aber vielleicht kann ich ein bisschen was über die ostdeutschen Antifas sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses ostdeutsche Identitätsding, dass das einerseits wichtig ist, also dass die materiellen Unterschiede, aber auch die Identitätsunterschiede, die über die Ost-West-Teilung entstanden sind, dass die immer noch nachwirken und dass die auch bei Personen wie mir, die nach der Wende geboren sind, halt immer noch präsent sind, in meinem Elternhaus, in meinem Umfeld immer noch
völlig selbstverständlich vorgenommen werden. Also meine Eltern sagen zum Beispiel immer, jemand parkt wie ein Wessi, oder bestimmte Verhaltensweisen, ja, werden irgendwie als wessihaft dann irgendwie auch scherzhaft in der Linken abgetan. Dann würde ich auch sagen, zahlenmäßig sind wir auf jeden Fall in Ostdeutschland nicht gut aufgestellt. Also dass ja strukturschwache Regionen sich natürlich auch irgendwie auf die linke Szene oder irgendwie linke Gruppierungen auswirken und dementsprechend einfach da so kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Dann, was Orca schon gerade gesagt hat, ein anderes Verhältnis irgendwie zu Gewalt. Also ich sag mal, weil gerade irgendwie in den 90ern und jetzt auch irgendwie in den 2010ern faschistische Straßengewalt relativ alltäglich wieder geworden ist, sage ich mal, etwas unverkrampfteres Verhältnis zu körperlicher Gewalt, zur körperlichen Auseinandersetzung mit FaschistInnen. Das mag von außen irgendwie oft auch als Mackertum oder Chauvinismus ist es leider auch rüberkommen, was absolut ein Problem ist und absolut vorkommt. Ich erlebe aber oft, dass so Großstadt-Antifas oder westdeutsche Antifas das immer so ein bisschen abtun, ne, und irgendwie als das primäre Merkmal identifizieren von ostdeutschen Antifa-Gruppen, aber halt nicht fragen, okay, woher kommt das? Und weiß ich nicht, ist das vielleicht ein Stück weit notwendig? Ja, und dann würde ich vielleicht noch als letzten Punkt auch sagen, teilweise Unwillen, das ist auch so persönliche Erfahrungen, sich halt mit diesen persönlichen schlechten Angewohnheiten, also wir sind alle in einem patriarchalen kapitalistischen System aufgewachsen und halt aber irgendwie so Vorurteile, gerade was irgendwie Sexismus, Chauvinismus und halt Mackertum angeht, wenig Bereitschaft und irgendwie wenig Wille, sich damit auseinanderzusetzen, das würde ich schon auch zumindest meiner Erfahrung nach auch mit so als Merkmal nennen. Ja, man muss da, glaube ich, auch sagen, dieses Ding, so dieser auch irgendwie dauerhafte Ausnahmezustand für die Person, man muss sich da einfach klar machen, was für die Leute dann Priorität hat. Und Priorität ist halt irgendwie, seine Räume zu schützen. Priorität ist, am Ende nicht halt in der Straße zu liegen, allein was 5 Leute auf dich drauftreten. Priorität hat da sehr viel Zeug. Das ist ja auch so ein super großes Problem, weil wir kommen ja später zu Problemen, aber wenn du dauerhaft so eine Sachen machst irgendwie und halt irgendwie als Antifa vor allem sehr viel, es sehr um den Selbstschutz und so weiter geht, fallen natürlich solche ganzen Diskussionen, wie wenn es um Sexismus, auch teilweise Rassismus und andere Dinge geht, fallen die halt oft hinten runter. Da geht's dann halt mehr darum, okay, ich habe meine 14 Leute irgendwie auf dem Dorf, ich musste irgendwie zusammenhalten, dass der eine Typ jetzt seine Freundin letztens total mies angegangen hat und so weiter. Da kann ich mich gerade nicht mit beschäftigen, weil ich möchte halt irgendwie dafür sorgen, dass wir hier halt in nächster Zeit irgendwie ein halbwegs ordentliches Leben irgendwie haben. Und da gibt's halt viele Sachen, die da leider echt hinten runterfallen und wo dann auch traurigerweise, wenn es dann besser wird an Orten, auch nicht immer unbedingt die Bereitschaft besteht, dann jetzt halt zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht auch mal eine Phase da, wo wir da vielleicht auch im Miteinander zusammen stärker werden und unsere schwierigen Gedankengänge reflektieren. Also ich hätte halt gerne gesagt nochmal dazu, also das ist natürlich auch immer ein griffiges Argument für Täter, dann halt zu sagen, ja, okay, also wir kämpfen jetzt hier in Ostdeutschland gerade ums nackte Überleben, deshalb haben wir halt irgendwie keine Zeit, unsere übergriffigen Kumpels zusammenzupfeifen oder aus unseren Strukturen zu schmeißen. Weiß ich nicht. Also ja, es mag Situationen geben, wo natürlich Regionen sehr existenziell oder Linke in bestimmten Regionen sehr existenziell bedroht sind, aber halt immer dieses Argument zu sagen, ja, okay, also der macht sich im Zweifelsfall auch gegen Faschos gerade so, ne, und deshalb drückt man bei dem jetzt irgendwie eher ein Auge zu, so, das finde ich halt irgendwie Quatsch und finde, das sollte man sich auch nicht angewöhnen, so in der linken Szene. Man darf dabei auch einfach nicht vergessen, dass es eben dazu führt, dass diese Strukturen dann nur aus diesen Leuten bestehen, weil eben so vielen Leuten dadurch auch einfach der Zugang dazu eben verunmöglicht wird, dass solche Leute sich da halt frei rumtreiben können und dann am besten Fall noch, im schlimmsten Fall von den anderen Leuten dann eben geschützt werden. Also wie viel besser wären unsere Strukturen aufgestellt, wenn sie eben nicht solche Leute schützen würden und eben nur aus solchen Leuten bestehen würden. So, ich kann's natürlich in Teilen auch verstehen, was du sagst, aber ich finde das eben einfach viel wichtiger und zentraler da. Und auch den anderen Bereichen noch dazu zu sagen, auch für diese allgemeine linke Perspektive, dass man halt eben Antifaschismus nicht nur als gegen Nazis agieren begreift, sondern eben wirklich probiert, eine Form von Massenantifaschismus zu machen, der leidet ja auch darunter. Ne? Also es ist ja, ja, denke ich, viele Sachen, die darunter leiden und wo dann oft das auch so als eine Form von Schutzbehauptung auch mitgenommen wird. Aber ne, nur gerade ja, wir als Anarchisten sollten halt auch nicht da in die Falle tappen und einfach diese bestimmten Facetten oder diese bestimmten Unterdrückungsmechanismen irgendwie so gegeneinander abzuwiegen und da halt
zu priorisieren, so, ne? Also das habe ich ja auch gerade schon mal angesprochen. Also wer entscheidet, dass Nazis irgendwie gerade das größte Problem sind und nicht der Typ, der seine Freundin halt grün und blau prügelt oder die rassistischen Bemerkungen auf der Straße oder die Ausbeutung im Betrieb? Das sind alles Sachen, die dann eben in so einem Fall einfach hinten angestellt werden. Ich glaube, sowas ist natürlich auch nicht eins zu eins gemeint. Um das vielleicht zu sagen, das war auch eher, dass das die Freundin mir gesagt hat, dass die halt das wirklich so erlebt hat, dass halt so da dauerhaft irgendwie Ausnahmezustand waren, die sich da halt einfach mit sowas wie Sexismus und Männlichkeitskritik einfach nicht auseinandergesetzt haben, und sie ist halt auch eine Person, sie findet Sexismus absolut kacke und so weiter, und im Nachhinein versucht man dann irgendwie da Dinge aufzuarbeiten und so weiter, aber dass das halt diese Ausnahmesituation teilweise gibt. Dann noch zwei Aspekte, die ich relativ wichtig finden würde. Das ist zum einen, dass es so in der ostdeutschen Antifa eine sehr starke Geschichte der Subkultur gibt. Also nicht, dass es die in Westdeutschland nicht geben würde, aber wenn man sich so anguckt, so aus so einer Rivalität zwischen Punks und Skins, wo die Punks eher links geprägt sind, die Skins eher rechts geprägt. Es gibt auch genug Red Skins in Ostdeutschland und so weiter, und da noch leider genug Nazi-Punks irgendwie, da sollte man nicht zu... Das habe ich immer nur gehört. Ich habe noch nie irgendwen gesehen, der Nazi-Punk ist. Das ist skurril. Das sollte man jetzt nicht übertreiben oder so, aber es gibt halt wirklich diese Leute. Genau, auf jeden Fall eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, dass eigentlich fast alle Leute, die ich in Ostdeutschland kenne, die halt irgendwie in die linke Szene gekommen sind, halt so eine Subkultur-Vergangenheit haben. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, der, glaube ich, auch sehr stark auf das anschließt, was du meinst, mit so einem Problem, mit so sich mit migrantischen Leuten zu organisieren und so weiter. Es ist weitaus besser geworden, aber früher war halt auch die ostdeutsche Antifa hart antideutsch geprägt. Also was es teilweise auch heute noch, aber was es früher hier für Leute irgendwie gab, da... Jetzt gibt's die heute noch. Ja, ist dieses Rassismus reflektieren, da denkst du dir so, ja, also da solltest du mal so richtig erstmal mit anfangen irgendwie, also wirklich übelster Sorte, was man da für Sprüche in den AZs teilweise hört, das geht halt einfach überhaupt nicht klar. Und das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, dass das nochmal stärker ist. Es gibt da auch, es gibt so ein schönes Buch, 30 Jahre Antifa in Ostdeutschland, was man sich dazu gut durchlesen kann. Da gibt's auch ein Kapitel zur Geschichte der Antideutschen in Ostdeutschland, warum das so ein starkes Phänomen geworden ist. Das gibt durchaus sinnvolle Aspekte, warum das so gekommen ist. Es ist halt wirklich schwierig. Ja, jetzt haben wir schon einige spannende Unterschiede so ein bisschen festgestellt und auch so Allgemeines noch ein bisschen vertieft. Wir würden jetzt nochmal dazu übergehen, was ihr euch so als ostdeutsche Antifas von uns als westdeutsche Genossinnen wünscht. Tatsächlich jetzt auch nur dem Bereich. Es ist natürlich klar, dass dass es natürlich auch irgendwo so ein bisschen Grenzen natürlich auch in unseren Köpfen vielleicht sind und dass es eigentlich vielleicht teilweise sogar noch weniger eine Rolle spielt, als es eigentlich ist, oder dass ja, man auch gegenseitig natürlich sich viel bereichert und so. Und aber vielleicht gibt's trotzdem ein paar Punkte, wo ihr wirklich einfach sagen könnt, einfach mal so frei raus, was wünscht ihr euch? Ja, rückt erstmal euer Soli-Geld raus. finanziert bitte unsere Strukturen. Nein, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ostdeutschen Antifa-Gruppen da ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnet wird, beziehungsweise so für die... Also ein bisschen auf die Erfahrung vielleicht irgendwie gehört wird und irgendwie ein bisschen, ja, halt ein bisschen mehr so, ja, ich will nicht sagen Respekt, ne, aber halt irgendwie, mir fällt oft so eine westdeutsche Arroganz auf, zum Beispiel gegenüber so dem Fusion Festival, was auf jeden Fall jetzt keine hundertprozentig geile Veranstaltung ist, so Stichwort Hedonismus und Drogen und so weiter, aber das ist halt was irgendwie für eine linke Szene in Ostdeutschland zum Beispiel super wichtig ist, irgendwie super essentiell. Und solange halt irgendwie westdeutsche linke Gruppen keinen Bock haben, quasi uns mitzufinanzieren, so, dann braucht's halt irgendwie sowas auch. Ich glaube, was für mich persönlich immer das Wichtigste ist, dass die Leute erstmal vor Ort ihre Arbeit ordentlich machen. Weil wenn du das halt irgendwie hast, hast du halt einfach Gebiete, wo du weißt, da musst du dich nicht so vom Kopf her irgendwie auch noch hinfahren und sonst wie. Also jeder Landstrich in Deutschland, der halt von Linken recht gut, sage ich mal, dominiert wird, ist halt auch eine absolute Hilfe für den Osten. Es gibt eine sehr starke Struktur von so zwischen west- und ostdeutschen Städten, auch teilweise so die Dortmund-Chemnitz-Connection beispielsweise ist ja sehr bekannt. Also ich glaube, allein schon den Leuten in Chemnitz würde es helfen, wenn in Dortmund beispielsweise aufgeräumt wird und es halt dafür sorgt, dass die Nazis halt einfach... Also die leben halt auch von ihrer Vernetzung und davon, dass sie sich gegenseitig Hilfe holen können und so weiter.
Je weniger es von diesen faschistischen Strukturen insgesamt gibt, desto eher fallen die auch in anderen Orten. Aber genau, was halt auch, glaube ich, wichtig ist, ist halt, wie du gesagt hast, ich glaube, so ein Verständnis füreinander ist einfach total wichtig, dass man das hat, dass man zum einen, ich kenne es auch bei ostdeutschen Antifas, so eine gewisse Arroganz, ja, die Westis, das sind alles Lappen, irgendwie, die können nichts, irgendwie, wir sind hier, die wahre Arbeit machen. Und dann denkst du so, naja, also stimmt jetzt vielleicht auch nicht wirklich. Also es ist eigentlich ziemlicher Quatsch, muss man ehrlich sagen. Es gibt total viele coole Leute, die halt zum Supporten vorbeikommen, Leute, die halt irgendwie helfen, Leute, die einen einbeziehen in ihre kompetenten Strukturen. Das sind halt, glaube ich, einfach so Dinge, die sind halt total wichtig, irgendwie gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nicht so, was, keine Ahnung, Anfang der 90er einfach nicht funktioniert hat. Man hat komplett andere Denk- und Verhaltens- und Schwerpunktmuster. Und dann denken sich die einen, jo, wir haben jetzt unseren coolen revolutionären Antifaschismus und wir übertragen den mal kurz auf Ostdeutschland. Das funktioniert halt nicht. Ich kenne das auch aus anderen ländlichen Regionen in Brandenburg, wenn man dann so als Berliner da hinkommt oder so, hat man da auch so teilweise einen etwas schweren Ruf. Und dann hilft es eigentlich aus meiner Sicht am meisten, einfach nett und freundlich auf die Leute zuzugehen, verbindlich mit denen zusammenzuarbeiten, nicht so kampagnenmäßig von wegen, man kommt irgendwie einmal vorbei, wenn dann alle 4 Jahre mal wieder Wahlkampf ist, tourt durch die kleinen Städte und dann ist man wieder weg. Das bringt aus meiner Sicht vielleicht manchmal ein bisschen was, aber dieses komische Kampagnending, man fährt einmal durch, ist so wie ein bisschen, man fährt einmal durch den Zoo irgendwie in Ostdeutschland, guckt sich mal die ganzen Kack-Kleinstädte da irgendwie an, die schlimmen Nazis, und dann kann man wieder nach Hause fahren. Sondern dieses wirklich kontinuierlich miteinander, voneinander lernen und gemeinsam auch aneinander stark werden, dann ist es eben so, dann kann man von den Qualitäten gegenseitig halt einfach profitieren. Ich glaube, das ist total wichtig. Mir fallen da auch irgendwie gerade so direkt 2 Parallelen ein, wo ich das selber auch einfach schon so mitbekommen habe. Einmal natürlich unsere ganz persönliche Perspektive, nämlich von dem, wie teilweise Antifas in anderen Städten auf Dortmund auch geblickt haben. Dass es so dieses ist, oh, jetzt ist mal wieder ein großer Nazi-Aufmarsch in Dortmund, jetzt fährt man einmal hin, jetzt guckt man sich diese schlimmste westdeutsche Stadt an, dann verpieselt man sich wieder und dann redet man die ganze Zeit im lokalen linken Zentrum darüber, wie furchtbar Antifaschismus in Dortmund ist. Und so, die Leute kennen überhaupt keine Nazis aus ihren Städten. So, mäßig. Also absolute Katastrophe. Und dann natürlich auch dieser arrogante Blick, aber auch, wie ich selber mitbekommen habe, auch teilweise von Dortmunder Antifas und generell von Großstadt-Antifas, dieses, wenn man dann eben aufs Land fährt, dass man da genauso dann einfach komplett ignoriert, auch in Westdeutschland, was passiert da vor Ort, sich nicht den Analysen und den Kämpfen anschließt und im Endeffekt einfach nur sein Ding abzieht und dieses, ja, wir sind jetzt hier die coolen Großstadt-Antifas, die sich im Endeffekt schon in das gemachte Nest, was irgendwie seit Jahrzehnten so existiert, reinsetzen, aber in unserer Stadt gibt's ja keine Nazis. Und dann so auswärts ist man asozialmäßig. Ja, das sowieso noch. Da muss ich aber an diese eine Tröglitz denken. Die wurde diesmal bei euch von der antideutschen Aktion Berlin gehabt denken. Also such mal Tröglitz-Demo auf YouTube, großartig. Ach scheiße, muss ich mir mal ansehen. Ja, in Ostdeutschland gab es früher auf jeden Fall, heute ist es wahrscheinlich auch teilweise leider ein bisschen eingeschlafen, gab es so eine auch total krasse Reisementalität, dass die Leute halt regelmäßig in allen Städten zu Gast waren, irgendwie da Freunde hatten, dann kannten die Berliner sich mit den Leuten aus Halle, aus Magdeburg, aus was weiß ich nicht, aus allen möglichen Städten. Irgendwie kannten sich die Leute an Querverbindungen, das waren irgendwie Freundes- und sonst wie Kreise. Und das kriegen die Leute traurigerweise in Subkulturen, habe ich das Gefühl, manchmal besser hin als in den wirklich organisierten Politstrukturen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Wenn halt die Punks aus den Subkulturen irgendwie sich besser untereinander in den Städten zusammenraffen können, irgendwie als die organisierten Politleute, da merkt man, glaube ich, dass man irgendwie was ein bisschen falsch macht. Ich glaube, so Basisarbeit miteinander, voneinander lernen und unterstützen. Ich habe bei vielen Städten auch einfach schon gemerkt, die freuen sich, wenn auch mal eine Perspektive von außen kommt. Du denkst halt so, keine Ahnung, beispielsweise so Städte wie Chemnitz, Cottbus oder so, alle möglichen Linken wollen da unbedingt mal hin und den Leuten helfen. Das stimmt nicht. Also die sagen dann so von wegen, ach so, cool, dass ihr hier mal irgendwie eine Veranstaltung macht. Die letzte Veranstaltung von außerhalb hatten wir dann und dann. Die Leute freuen sich aus meiner Perspektive total, wenn Leute von außen kommen und halt sagen, jo, wir wollen verbindlich, dauerhaft mit euch zusammen auf Augenhöhe irgendwie arbeiten. Klar können die Leute wahrscheinlich nicht so viel einem zurückgeben, weil sie halt einfach in einer schwierigen Situation sind, weil sie oft überarbeitet und sonst wie sind. Aber das hilft, glaube ich, einfach, wenn man da, ja, untereinander sich zur Seite steht. Aber es ist, glaube ich, auch eben auch so ein Ding von dieser ganzen Antifa-Subkultur und alles muss super geheim sein. Aber bei der Kneipe, beim ersten Bier kann man dann alles erzählen, was man in den letzten 3 Wochen so gerissen hat und so weiter. Dating.
Genau, beim Dating, guckt euch mal linke Antifas auf OKCupid an, was ihr da auch über die Leute teilweise erfahrt. Da fragt man sich irgendwie dann im Nachhinein so, ja, irgendwie sonst, wenn man dich normal trifft, irgendwie bist du der zugeknöpfteste Typ überhaupt irgendwie. Erst mal aber Handy weg, ne? Genau, man braucht dich bloß irgendwie auf dem Datingportal zu finden. Auf einmal weiß man alles über dich und denkt sich so, was zur Hölle ist hier los? Also Anna und Arthur sind nicht auf OKCupid. Genau, Anna und Arthur sind nicht auf OKCupid. es ist halt wirklich absurd teilweise und da denkt man sich halt so, ja, sorry, aber dann könnt ihr wirklich eigentlich mal ein bisschen offener anderen Leuten gegenübertreten und mit denen zusammen irgendwie wirken und kämpfen und so weiter. Dann merkt man schon, dass es doch ein bisschen mehr Lifestyle als reales Gefährdungsding irgendwie ist. Stichwort offener Auftreten. Als Abschluss wollten wir nochmal kurz so ein bisschen über eine Perspektive für einen revolutionären Antifaschismus sprechen. Was denkt ihr da? Was wäre da eine coole Perspektive für Ostdeutschland? Also das ist natürlich dann revolutionärer Antifaschismus, ja teilweise so ein richtiges Konzept und so weiter. Ich halte davon mittlerweile so mittelmäßig viel, weil so also dieser Gedanke von Antifa an sich ist ein revolutionärer Kampf. Da würde ich sagen, boah, naja, also hat so mittelmäßig funktioniert. Ich würde halt sagen, was so perspektivisch auf jeden Fall, glaube ich, total wichtig ist, wenn man mal wirklich den Nazis irgendwie ein paar Meter abgetrotzt hat und da gibt's wirklich einige Regionen, wo wirklich was geht, dass man da wirklich auch mal anfängt, andere Politik zu machen. Also klar, viele Leute haben echt unangenehme Erfahrungen gemacht, aber man wird nicht die Leute verändern, wenn man nicht auch irgendwann mal auf sie zugeht und mit ihnen zusammen versucht, irgendwie die Gesellschaft zu verändern, weil also es ist halt einfach so, die Leute haben Probleme, es wachsen echt viele Leute in Ostdeutschland in armen Verhältnissen auf, in schwierigen Verhältnissen und so. Und da gibt's total viel, wo Leute dankbar sind, wenn man ihnen hilft, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Und das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wie an anderen Orten, weil man bei den Leuten dann auch oft genug von sexistisch, rassistisch, sonst wie oder auch eben Abwertungen gegenüber Leuten, die es halt nicht so gut haben oder so. Das sind alles Dinge, die dir halt wahrscheinlich begegnen werden. Aber ich glaube, da hilft halt auch ein Stück weit dann teilweise nur Augen zu und durch, da halt irgendwie mal so ein Ding zu erkennen. Und dann können sich wirklich Viertel auch wandeln. Also es ist ja wirklich nicht überall so schlimm geworden. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, an allen Orten, wo es irgendwie zum Besseren geworden ist, gab es mehr als nur Antifa. Ich bin totaler Freund davon zu sagen, Antifa heißt halt Nazis maximal irgendwie die Strukturen zu zerschlagen, die Leute dafür zu sorgen, dass sie kein freudiges Leben mehr haben, irgendwie auf welche Art und Weise auch immer man das irgendwie am Ende machen möchte. Aber wenn man das halt geschafft hat zu einem Stück weit, muss man einfach irgendwann mal in den Modus kommen von wir machen irgendwie was anderes irgendwie mit der ganzen Nummer. Und da merkst du halt auch echt in vielen Städten, dass es da viel brachliegendes Potenzial gibt. Mhm. Was man auch sagen muss, glaube ich, was so eine Perspektive ist, man muss, glaube ich, auch in Ostdeutschland an vielen Orten irgendwie so langsam verstehen, die Zeit der großen Subkulturen ist vorbei. Es nützt mich mehr zu hoffen irgendwie, dass die nächste Punk-Generation ins AZ kommt. Weil die kommen halt nicht mehr, es gibt kaum noch Punks. Also da, das ist, also manchmal hat man wirklich das Gefühl, bei manchen Leuten ist es wie auf den Messias warten irgendwie. Der kommt halt nicht. Und das ist schon ein sehr witziger Vergleich, ja, so dem Messias mit so einer Punker-Jugendhorde. Genau. man muss halt irgendwie in die Gesellschaft wirken, wieder mehr am Zahn der Zeit sein. Das war ja Punk früher auch noch mehr. Und es gibt ja Gründe, warum diese Subkultur verschwunden ist. Wenn sie immer noch hundertprozentig am Zahn der Zeit wäre, würde sie ja noch existieren. Aber da muss man sich, glaube ich, teilweise einfach verändern und auf andere Leute zugehen, noch anders ansprechbar sein für die Leute und so. Dann, glaube ich, hatten wir auch wirklich Perspektiven, dass sich Dinge wirklich zum Guten wandeln. Einige, sage ich mal, der größten Erfolgserlebnisse, die ich jetzt irgendwie so in den letzten Jahren in linken Bewegungen hatte, sind vor allem daraus resultiert, dass irgendwie Kämpfe verbunden wurden und dass halt man das geschafft hat, mehr als nur das antifaschistische Kernmilieu für bestimmte Kämpfe zu mobilisieren. Also da denke ich halt zum Beispiel an die Beteiligung von migrantischen und geflüchteten Strukturen 2018 bei den Protesten gegen die AfD in Rostock, wo wirklich tausende Menschen zusammen auf der Straße waren, gemeinsam auch blockiert haben und ja, da wirklich zumindest symbolisch ein schönes Zeichen gesetzt haben. Aber ja, letztendlich ist das, glaube ich, so ein bisschen die Gretchenfrage auch in der Linken, wie kommt man jetzt irgendwie raus aus der eigenen Szene, wie erreicht man jetzt wieder die Massen,
Das ist halt, glaube ich, was, wo linke Strukturen seit Jahrzehnten drüber diskutieren. Ich habe da auch keine Patentantwort. Ich würde jetzt persönlich sagen, ja, einfach machen. Also vielleicht statt irgendwie zum nächsten Antifa-Tresen halt mal, keine Ahnung, bei der Hausaufgabenhilfe für Kids irgendwie sich mit einbringen oder bei den Vereinen zur Obdachlosenhilfe oder halt in die nächste Gewerkschaft eintreten und da halt versuchen, linke Positionen zu stärken. FAO. Baut die FAO in Ostdeutschland auf. Es gibt viele sehr coole, kompetente Strukturen, aber das ist wirklich was, das hilft den Leuten, das nehmen die an und da kriegen Leute auch einfach einen anderen Bezug zu Linken irgendwie. Also in Ostdeutschland hat einfach links seinen recht schlechten Ruf nachvollziehbar aus einer DDR-Vergangenheit. Wie sowas wie eine FAU ist halt irgendwie was, da merken halt die Leute, ach so, es gibt auch Leute, die wollen uns nicht dauerhaft autoritär ihren Stempel aufdrücken und so weiter. Das muss man auch, glaube ich, in der Biografie mal krass berücksichtigen, weil viele Leute im Osten assoziieren mit links DDR. Und das ist wirklich was, das muss man auf jeden Fall weiter aushöhlen und überwinden, dass die Leute merken, nein, das waren autoritäre Kommunisten, die einfach ja sehr, sehr viele Menschen unterdrückt, umgebracht und kaputt gemacht haben. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern was wir wollen, ist halt eine befreite Gesellschaft. Und da würde ich halt auch auf jeden Fall sagen, man muss halt auch in Ostdeutschland, es gibt genug kompetente Strukturen, aber Klassenkampf ist auch einfach eine super wichtige Sache. Es gibt total viele Leute, die vom Kapitalismus, von vielen anderen Dingen total hart betroffen irgendwie sind, die halt irgendwie da echt ein Problem mit vielen Dingen haben. Da muss man halt wirklich mehr anknüpfen. Diese Form von Basisarbeit, von der ich halt gesprochen habe, das ist halt irgendwie was, das ist oft nicht spektakulär, das ist oft irgendwie anstrengend, das ist oft irgendwie nervig. Aber halt alle, denen es irgendwie ernst ist, irgendwie mit einer besseren Welt oder auch einer revolutionären Perspektive, ist das halt irgendwie, finde ich, was wir natürlich trotzdem machen sollten und auch irgendwie verstärkt machen müssen, genau. Ich glaube, da kann man auch sagen, du hast das gerade einmal mit den Erfolgen angesprochen, es sind ja auch wirklich sehr nachhaltige Erfolge, die man damit erzielt. Das ist natürlich vielleicht jetzt nicht so cool wie dem örtlichen Nazi eins auf die Mütze zu hauen, aber das kann man ja immer noch machen, aber ja, natürlich, das andere ist halt einfach total wichtig, weil man muss halt auch einfach verstehen, wenn man also auf Dauer einfach nur immer die Nazis bekämpft, die kommen zwar immer in Wellen, aber irgendwann ist eine normale Welle, die ist halt zu groß für dich irgendwie, dann kippt auf einmal wieder eine Stadt oder dann kippt eine Region und so. Und du brauchst halt irgendwie mehr, du musst denen auch irgendwie ihre Basis und so weiter entziehen und dafür brauchst du Klassenkampf, dafür brauchst du Feminismus, dafür brauchst du Ökologie. Der Gedanke halt irgendwie einer revolutionären und halt eben auch anarchistischen Perspektive. Ja, und das sind doch wirklich schöne Abschlussworte. Ich denke mal wirklich, die Perspektiven, die ihr jetzt aufgetan habt, die haben wir auch ähnlich, auch mit ganz vielen anderen Leuten schon im Podcast angesprochen, und ich finde, das sind so die Sachen, die immer wieder aufkommen. Ja, wir können uns nicht nur auf einen Kampf fokussieren, wir müssen da mit den Leuten kämpfen, wo sie eben auch leben und wo es sie wirklich betrifft, und uns nicht auf irgendwas nur beschränken, was uns jetzt vielleicht am stärksten dann einschränkt, wie jetzt vielleicht dann als Linker in Ostdeutschland eben die Nazis. Deswegen großes Dankeschön, dass ihr uns nochmal heute hier den Einblick darin geben konntet, wie das alles so in Ostdeutschland abläuft. Schön, dass ihr da wart, auch von mir. Tut uns leid, wenn es manchmal zum Ende ein bisschen oft Wiederholung gibt, aber es wird ja nicht weniger wahr, nur weil man es öfter mal sagt, diese Sachen, da kommt man einfach immer wieder drauf zurück. Kann ich das letzte Wort haben? Natürlich. Ja, ich grüße ganz lieb die Antifa MV, alle ostdeutschen Antifas, alle westdeutschen Antifas. Ganz viel Liebe und Glück an Lina, Jo, Dü, Ella, Findus, Adel, alle anderen antifaschistischen Gefangenen. Alles Gute für euch. Glück auf. Auch von mir danke, dabei gewesen zu sein. Ich kann mich den Gesagten nur anschließen. Und ich würde enden mit einer recht bekannten Losung aus dem DDR-Sport, sportfrei. In diesem Sinne, Glück auf.